Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, liebe YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen in einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um das Thema Diskmodell. Was ist denn das Thema Diskmodell? Dort wird und bekommt ihr gezeigt, was für eine Persönlichkeit ihr denn seid. Und ich habe es damals, wie ich meine ganzen Weiterbildungen gemacht habe aus dem Amerikanischen, Markt, auf dem amerikanischen Markt und lieben gelernt und habe dann auch geschaut, wer das schon im deutschsprachigen Raum so alles anbietet. Da gab es und gibt es nur zwei Personen, respektive Firmen, würde ich jetzt mal sagen, die das anbieten. Einmal Gedankentanken, jetzt Greater und the number one, only Tobias Beck. Tobias Beck macht es aber nicht mit den Farben, sondern mit vier Tierzahlen. Tierarten, Tierzeichen und so weiter und so fort. Aber ich finde das mit dem Farbenmodell auf den zugezogenen Menschen viel angenehmer, wie jetzt mit diesem Tiermodell von Tobi. Tobi ist ein sehr netter Kollege. Ich habe auch schon einige Ausbildungen bei ihm gemacht. Ich kann mich auch mit dem Tiermodell von seiner Art und Weise, identifizieren. Und es ergibt sich das Diskmodell mit dem Tiermodell. Und darauf würde ich euch gerne mal so paar Basics mitgeben, was ich denn bin und wie ich andere Menschen in diesem Modell sehe und erkenne, was das für ein Menschentyp ist. Ich sage es keinem, dass der oder der das so ist, sondern ich erkenne es, weil ich den Raum respektive in dem Raum die Personen scannen. Und da gehe ich jetzt kurz mal mit ein. Ich hole gleich mal mein Flipchart. So. Es gibt vier Farben und ich gehe jetzt mal mit dem ersten Buchstaben, mit der ersten Farbe los. Der erste Buchstabe ist D. D, die Farbe geht auf Rot. Das ist der erste Menschentyp. Der erste Menschentyp ist der Dominante, der rote Typ. Der rote Typ ist und bedeutet somit, trifft schnelle Entscheidungen, macht sein Ding, macht seine eigenen Regeln und macht auch sich selbst zur Marke. Er ist dominierend in seiner Branche. Er ist polarisierend. Er ist der Exorientierte. Und
Das alles will ich auch. Kommen wir hier zu dem gelben Typ, zu dem innovativen Typen, zu dem E. Gelb. Habe ich mich da irgendwie verschrieben? Egal. Der Gelbe ist und tut sehr gerne sich vernetzen, knüpft gerne Kontakte, trifft seine Gefühle, teilt seine Gefühle mit, verbindet sich mit Menschen, steht gerne im Mittelpunkt. Auch der Gelbe passt zu mir. Diese zwei bin ich zu 99,9%, diese zwei Typen. Aber jetzt kommen noch der blaue und der grüne Typ. Der blaue und der grüne Typ hier. Gehen wir erstmal auf den blauen Typ ein. Der blaue. Das ist der Gewissenhafte. Der ist superlässig. Der Dinge gerne zu Ende denkt, der gerne Dinge erstmal zu Ende macht, Projekte zu Ende macht, Trainings zu Ende macht, Coaching zu Ende macht, der langfristig mit einem Kunden zusammenarbeiten will. Der hat einen hohen Anspruch an sich selbst. Das ist der Blaue. Und jetzt kommt der Grüne. Ich weiß gar nicht, ob er das alles sieht. Ich glaube, der G, der S sieht man nicht mehr, aber ich mal das jetzt nochmal auf. Grün. Der Grüne Typ, der hört gerne zu. Der hat Harmonie. Der sorgt sich um andere. Hört zu. Und mag gerne die gewohnten Abläufe. Da muss ich sagen, da bin ich nur vom Grünen her so ein Mischding, ein vielleicht 50% davon. Ich mag die Harmonie. Ich höre gern zu. Ich mag aber keine geordneten Abläufe. Ich mag fixierte Termine. Ja. Ich sorge mich um andere. Ja. Und ja, wenn ihr euch da auch jetzt erkannt habt, dann habe ich in den Shownotes auch den Test, der ist kostenlos, von Greater verlinkt. Dort könnt ihr auch diesen Test machen, auch den Test von Tobi. Und da spiele ich auch gleich mal den Ball weiter an diesen beiden. Und zwar, was jetzt mit dem Tiermodell und auch dem Diskmodell zusammen hat. Bei Tobi ist es ja der Wal, Hai und Delfin und Eule. Eule ist eher der blaue Typ, Delfin der gelbe, der Hai der rote und der Wal der. Man kann es jetzt nicht so sagen, was die beiden Modellen unterscheiden. Guckt euch selbst lieber mal an. Na, guckt euch mal die Modelle mal selbst an.
Ich bin ein Freund von dem Farbmodell, also von dem Diskmodell, wie von dem G-Modell, ob ich. Aber ich habe beide Modelle für mich selbst erkannt und beide Modelle ergänzen sich mit dem, was ich bin. Jeder hat da seine andere Art und Weise. Ne? Ich mag lieber wirklich hier dieses Farbmodell, weil ich auch durch dieses Farbmodell meine Farbanalyse für mich gemacht habe. Und deshalb kam auch dieses Gelb im Hintergrund so ein bisschen ins Spiel und das Blaue als zweite Farbe hinein. Deshalb kann ich sehr viel mit dem Farbmodell, mit dem Diskmodell, mit dem Disktypen konzeptlich mehr arbeiten, wie jetzt mit den anderen Modellen, was es da gibt. Es gibt unterschiedliche Arten von Modellen. Und ich mache das so, wenn ich in einem Netzwerkraum bin oder auf einem Netzwerktreffen bin oder generell auf Messen oder auf Seminaren bin, scanne ich erstmal den kompletten Raum, die Atmosphäre und die Menschen komplett und gucke, wer passt zu meinen Werten, wer passt zu meiner Philosophie, wer passt denn zu mir in meinem Inner Circle, wer passt denn zu meinem Netzwerk. Das ist genauso auch auf Social Media. Wer passt denn in mein Netzwerk rein? Wen hole ich in mein Netzwerk rein? Und ich überprüfe auch diese Menschen, wo reinkommen. Indem ich sie analysiere, gedanklich. Nicht mit Schrift und nicht mit Worten, einfach nur gedanklich. Einfach mal schauen, was die machen. Wenn die mich begeistern von ihren Produkten, von ihren Dienstleistungen und mich fesseln, dann entstehen Sympathien. Und dann kaufe ich auch bei denen. Und dann kaufen die auch bei mir. Und deshalb ich in der Zeit bei Obi und bei Telekom aufgemacht. Weil ich dort mit Begeisterung meine Produkte, meine Telekom-Produkte, Dienstleistungen verkauft habe. Und das mache ich heute noch so. Dass ich den Raum scanne, die Menschen in dem Raum scanne, im Unterbewusstsein, ohne die das mitbekommen. Ich manipuliere keinen Menschen, der sofort kaufen muss. Begeistert sie erstmal von mir, von meinen Dienstleistungen, von meinen Produkten, respektive damals von den Dienstleistungen der Deutschen Telekom. Wenn sie dann begeistert waren oder begeistert sind, dass die einen klaren Nutzen davon haben, dass die gut abgeholt wurden und klar erkennbar waren, erkennbar sind, dann kontaktieren sie mich oder kamen zu mir zurück und haben schlussendlich dann doch gekauft. Und das alles andere wie wertvoller wie je und je. Ich sage ja dazu immer, ich erkenne die Probleme der anderen und entwickle Lösungen für die Probleme der anderen. Na, ich sage eigentlich auch, hört auf mit dem Problem. Ihr habt keine Probleme, ihr habt Herausforderungen. Und hier ist meine Lösung für die Herausforderung. Weil dieses Wort Problem
im deutschsprachigen Raum ist belastet mit Negativität. Und ich will keine Negativität raussenden. Gerade jetzt in der aktuellsten Krise, was wir alle durchleben, Corona, jetzt der Krieg, der Ukraine, wo Putin angefangen hat, wollen wir schnellste Herausforderungen. Haben wir Herausforderungen, um diese Herausforderungen zu lösen. Und dafür gibt es Leute, die lösungsorientiert arbeiten oder Lösungen haben für jede Herausforderung. Ich habe die Lösungen für Sichtbarkeit. Ich habe die Lösungen für Karriere. Ich habe die Lösungen für besser zentrierten Verkauf, besser zentriertes Marketing, indem ich meine Kunden durch Sog-Marketing über Social Media an mich ziehe. Natürlich habe ich auch Kunden, die sogenannten Schlummerkunden. Ich werde mir nicht kaufen. Aber dann habe ich die schon mal da. Und dann kann ich die alles noch weiter nutzen. Und dann kaufen sie doch noch irgendwann ein High-Ticket-Kurs oder ein High-Ticket-Seminar. Das zu dem Persönlichkeitsmodell, DISC-Modell. Wenn du mehr wissen möchtest über diese Persönlichkeiten, über Introvertiertheit und Extrovertiertheit, weil das gehört nämlich zu diesem Modell dazu, dann schreib gerne in den Kommentaren, was du möchtest. Und wer du bist, was du für ein Menschentyp bist. Und hinterlass dem Video ein Like und dem Kanal ein Abo da. Stell die Glocke an. Kommen mehrere Videos zu Introvertiertheit, Extrovertiertheit, respektive jetzt da auch wieder den Podcast Coffee Talk geben, respektive jetzt da andere auch Videos geben. Hauptsache, du unterstützt mich und somit kann ich anderen wieder unterstützen. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Dein Michael.